Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute The Room 3, The Room 3, Kapitel 3, Season 3, wie auch immer. Wir gehen direkt ins Spiel, ohne lang zu schnacken. Ihr wisst es ja noch, ich habe auf meinem Kanal The Room 1 und The Room 2 gebracht. The Room 3 darf da nicht fehlen. Okay, wir sind in einem Zug. Und natürlich wie immer zum Start das Tutorial. Zum Öffnen. Ja. Okay. Ja. Das kennen wir noch aus dem zweiten Teil. Ich will zurückblättern. Und das davor war noch aus dem ersten Teil. Interessant. Und ja, hier geht's weiter. Bin ich mal gespannt. Opa? Bist du das? War die Box vorher schon da? Lul. Okay, hier werden wir wieder das Okular gebrauchen müssen, ne? Was wir noch nicht besitzen, ne? Rechtsklick auf den Koffer. Ne, linksklick. Wische, bla bla bla. Geh auf! Doppelklick. Da ist unser Okular. Anwender. Okay. Ja. Ich sollte diese mysteriöse Kiste mit meinem Okular untersuchen. Na, das machen wir doch natürlich. Wer hätte das gedacht? So und so. Okay, das ist neu. Boah, geil animiert ist es auf jeden Fall schon mal. Eine gravierte Pyramide gefunden. Elpis steht dort. Okay. Das waren die Tentakel aus dem zweiten Teil. Haben wir hier irgendwas? Außer da eine Kette, mit der wir nichts machen können. Okay. Opa, du schon wieder? Okay. Ja gut. Was? Mehr kann ich mit der Tür nicht mehr machen? Doch. Irgendwas geht hier noch. So, hier haben wir wieder was zum Lesen. Das freut mich wieder. Wenn ihr das lesen wollt, drückt bitte auf Pause. Denn... ja, hier ist der komplette Brief, denn... Nee, ich werde mir das nicht durchlesen. Kann ich das Wachsding einsammeln? Anscheinend nicht. Okay, dann gucken wir uns erstmal die Kiste an. Oder dieses Steinmonument. Hier kann ich was drehen, das sehe ich schon. Okay, Brille ist eingesperrt, Feder ist eingesperrt. Gift. Ich kann das alles nicht rausnehmen.
Moment, muss ich den Brief lesen, ne? Ja, Warnung, der Wind, sodass ich. Steht hier irgendwas mit einer Brille? Fehler, Distanz, falls. Eigentlich nicht, okay. Hinweise bitte. Oh, was haben wir denn? Okay. Kann ich nichts mitmachen, schade. Schade, schade. Die Schaltfläche mit dem Fragezeichen leuchtet auf. Okay, ja. Es gibt hier etwas, es muss hier etwas geben, womit ich entkommen kann. Aber was? Das ist leer. Ich bin gerade etwas überfragt. Was ist das? Eine Spritze? Eine Taschenuhr, eine Kerze, ein Knochen. Okay. Ein Pinsel, aber was ist. Ach, das ist so ein komisches Spiel. Ah. Ich laufe ohne Beine, stehe. Stehen heißt schweigen. Ah, lol, okay. Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Wissen beflügelt. Wissen beflügelt, okay. Das könnte das hier sein. Ich laufe ohne Beine, stehen heißt schweigen. Ich laufe ohne. Ah, hier, eine Uhr. Arme haben mich, Reiche brauchen mich. Ey, ich muss das Ding ausschalten, ne? Ja, nichts. Dann ist das hier falsch. Wissen beflügelt. Das könnte ja dann nur die Brille sein. Ah, nee, die Feder. Wow. Okay. Ihr wisst Bescheid. Bitte einmal auf Pause klicken, wenn ihr lesen wollt. Ja. Eine verzierte Kiste. Etwas für unser Okular. Oder? Ja. Das verändert sich aber auch von Teil zu Teil. Okay. Was muss ich jetzt hier machen? Nix. Das müsste doch jetzt eigentlich so schon vollkommen ausreichen. Es müsste aufgehen. Aber wie? Muss ich ernsthaft das Okular aufsetzen, um da reinzukommen? Tatsache. Ach, stopp mal, müssen die Dinger hier in einer Reihe sein?
Nee, eigentlich nicht. Hä? Jetzt wäre das Schloss nämlich ganz offen. Mit dem Oklar konnte ich den Verschluss in den Verschluss der Tür gelangen. Vielleicht kann ich den Mechanismus irgendwas. Ich verstehe das Rätsel nicht. Ich kann den Mechanismus im Verschluss der Tür drehen. Dann werde ich diese vertikalen Stifte, was? Dann werden die vertikalen Stifte verschoben. Ja, wir machen das mal so. Aber okay, ich brauche den dritten. Ich muss die Elemente des Verschlussmechanismus so lange drehen, bis die Markierung auf den Streifen übereinstimmt. Ja, das kann sich nur um Stunden handeln. Weil diese zwei nie übereinstimmen werden, wie man sieht. Wenn ich diese zwei... Jetzt leuchtet das da auf einmal. Hä? Aber wie kann ich denn das da hochkriegen? Das geht ja nur so, aber dann ist das immer oben. Ah, jetzt. So. Lol, okay. Das hätte man mir auch vorher sagen können. So, jetzt geht's rein zum Opa. Da war eine Wand an der Seite. Wie ist der? Da ist eine Tür, okay. Lecker sieht das aus. Ja, Schlüssel zu Null-Element geschmiedet. Okay, also Teil 1, 2, 3 und der vierte hängen alle zusammen. Den vierten Teil gibt es im Übrigen auch auf diesem Kanal nach dem dritten Teil. Ja, das Null-Element, die schwarze irgendwas. Was auch immer. Was haben wir hier? Einmal Okular benutzen, ist nichts zu sehen. Okay, dann dorthin. Okay. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich muss hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 so Teile finden. Ja, gut. Am Rand ist nichts merkwürdig, okay. Kann ich das? Ah, schau mal an. Was? Okay. Wir haben ein Emblem. Das kommt da hinten dran. Blau, rote Ratte, grüne Schlange. Rote Ratte, grüne Schlange. Das kann ja dann eigentlich nur hier unten rein. Nein. Da rein. Da rein.
Okay. Weiter geht's. Und jetzt? Der macht nichts mehr. Habe ich das kaputt gemacht? Oh nö, ich hoffe, ich habe es nicht kaputt gemacht. Aber sonst gibt es hier auch nichts weiter. Nee. Okay, die Hilfe. Einige der Embleme lassen sich offenbar drehen. Och, sag mir das doch. Nein. So. Nein. So. Aha. Und jetzt noch das hier. So. Hä? Ist doch richtig. Ach, hier unten, das Ding muss weg. Hä? Nee. Ah, jetzt. Zwischenzeitlich trinke ich immer mal einen Schluck, also nicht wundern, wenn Nebengeräusche auftauchen. Okay. Das Tutorial ist ganz schön lang, wenn es denn überhaupt noch das Tutorial ist. Wo bin ich hier? Ich muss einen Ausgang finden. Wir sind in einem Büro. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Ah, okay, hier kann man wieder rumspielen. Aber sonst nichts Auffälliges. Was haben wir hier? Strom. Der Schalter ist unbeweglich. Ich will nicht wissen, was der da immer beobachtet hat. Aha. Oh Gott, Moment. Das sind... Hä? Ach so, weil das hier oben verbunden ist. Ich muss das hier noch irgendwie verbinden. So? So? Oh lol. Okay. Hätte nicht gedacht, dass das so einfach ist. So, und jetzt will ich wissen, was hat er beobachtet? Einen Turm. Ich muss aber mal ganz kurz was gucken. Grafikeinstellungen. Nein. Bildschirmhelligkeit. Damit ihr es natürlich auch alles super erkennt. Fortsetzen. Da hinten ist der Turm. Warum auch immer da ein Turm steht. So, nächstes Rätsel. Oh
Okay, das war einfach. Dies war einfach. Oh Gott, wie nennt man das? Das ist doch so ein Stenograph? Stenograph. So, hier habt ihr wieder was zu lesen. So. Passt genau in Bild. Ich werde es nicht lesen. Okay, hier kann ich noch nichts machen. Geil. Ah. Ja. So. Das war einfach. Okay, hat niemanden beobachtet. Ich dachte, es war so eine Art alter Mond, altmodisches Fernglas. Und dieses Mal seht ihr auch die Errungenschaften. Ja. Okay, wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.